insofern. Moin Frank. Oh, hallo, ja, schön dich zu sehen, ja. Guck mal hier, ich habe hier was ganz Tolles. Und zwar ist das die neue Razer Lancehead, also Lanzenkopf. Lanzenkopf? Auf Deutsch. ist was Besonderes, weil, wie man schon sieht, hier fehlt eine Schnur. Also das ist Razers neue drahtlose Maus, also auch Razers neues drahtloses Mausflaggschiff. Früher hatten sie ja die Mamba und ganz früher die Razer Ouroboros. Sagt mir gar nichts. Nee, aber die gibt es jetzt nicht mehr, also die läuft aus. Die Mamba wirst du ja auch kennen. Die kenne ich tatsächlich. Hier ist zum Beispiel die Ur-Mamba und da ist dann 2015 ist dann ein neues Modell gekommen, auch drahtlos natürlich. Das haben wir nämlich auch in dem Test, wo wir diese ja auch testen. Ich mache nämlich eine Marktübersicht, drahtlose Mäuse. Und da ist es natürlich klasse, gerade so ein ganz brandneues Modell zu haben. Zumal das eigentlich viele Sachen hat, die sehr interessant sind. Fängt zum Beispiel an, wir sehen hier gerade, das Ding blinkt so rot. Warum blinkt denn das rot? Tja, meinen Regenbogen habe ich nicht eingestellt bekommen. Kein Wunder, der Akku ist alle. Das heißt, wenn da was blinkt, wird es Zeit, das Ding hier mit diesem Kabel, ich entrolle das jetzt gleich, das mache ich später, hiermit anzuschließen an den PC. Sprich, man nimmt einfach hier den, das war früher bei der Mamba übrigens auch schon so, hier dran. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Ja. Das ist auch bei der Orochi, ne? Ja, da ist es auch, genau. Und dann schickst du den rein, zack, in den Rechner und dann kannst du dir das Ding aufladen. Wie lange hält dann so, ungefähr so ein Akku? Razer spricht von 24 Stunden. Und was hast du getestet? Also ich muss sagen, ich habe die jetzt auch da so 18 Stunden, 16 Stunden habe ich die auch im Einsatz. Es kann natürlich sein, dass sie nicht komplett vollgeladen war. Das heißt, also ich weiß es nicht. Aber zumindest habe ich da gestern den ganzen Tag mitgearbeitet und heute auch schon 4 Stunden. Bei 8 Stunden, also 12 Stunden habe ich damit auch schon gearbeitet. Ja, und jetzt ist sie leer. Und naja, noch ein paar Kleinigkeiten hierzu, würde ich sagen, weil das ist nicht nur das ist interessant. Zum Beispiel hier unten ist was Feines. Hier sieht man so ein Fach. Was hat es damit auf sich? Ich mache mal, damit man es an der Kamera sieht, zupp. Dann geht hier der Deckel weg. Und dann kann man nämlich den Nanoempfänger. Das ist also ein Nanoempfänger. Kann ich auch mal irgendwie rausholen. Wir können jetzt eh nichts machen, wo der blinkt. Ja. So, das ist der Empfänger. 2,4 GHz Nanoempfänger. Der würde dann, wenn ich das Ding mitnehmen will, jetzt sage ich mal, schwupp, einfach hier unten rein. Klappe zu, Deckel zu. Und dann können wir die nämlich transportieren. Halt, ich muss natürlich richtig rum machen. Ne? So. Warum will er nicht? Weil ich die falsch rum eingesetzt habe. So. Ja, kann man ihn transportieren, ausschalten, zack, mitnehmen. Passt in jede Hosentasche. Wenn sie denn geladen ist, ansonsten muss man das Ding ja auch noch mitnehmen. Oder man kann auch hier zum Beispiel, das ist auch noch eben interessant, das ist nämlich eine Verlängerung für den Empfänger. Da setzt man den hier rein, zack, und dann setzt man den Nanoempfänger hier und hat gleich hier 2,10 Meter noch irgendwo, die man dann verlängern kann. Also auch noch mehr, zum Beispiel beim Spielen Mini irgendwie im Wohnzimmer oder so, ist es sehr nützlich. Wenn man dann da zum Beispiel mit dem Rocket Sofa, wo man dann einfach den Empfänger an den Rechner tut und die Maus schön und... Ah, ja, das ist ja richtig gut. Ja. Diese Maus hat natürlich auch eine RGB-Beleuchtung, das ist ja momentan voll der Trend und voll der Hype. Und die hat es auch, wie wir sehen, die macht schon bunte Farben, weil wir haben sie nämlich jetzt genau hier am Draht, dass sie laden kann. Tastet übrigens mit 16.000 dpi ab, das gute Stück. Ist ein Lasersensor, der 5G, der ist bei Razer schon, bei der Mamba 2015 im Einsatz. Also das ist nichts Neues. Aber natürlich, was schön ist, ich habe hier schon Farben eingestellt, aber ich zeige einfach mal eben hier am Bildschirm, wie man sowas macht, dass man seine Maus besonders schön und bunt zum Leuchten kriegt. Da hat man nämlich hier diese Beleuchtungsoption in der Razer Synapse Software ist dies. Dies ist mittlerweile eine Beta-Version, weil wenn die Dreier-Version der Synapse kommt, ist es erstmalig möglich, die Einstellung, die man hier macht, da zu speichern und dann zu seinem anderen Rechner zu schleppen und dort zu nutzen, ohne dass man das Synapse installiert haben muss oder ohne dass überhaupt irgendwie eine Internetverbindung ist. Das war bis jetzt nicht so. Habe ich immer gemeckert. Ich finde, das ist auch voll der Krampf, ja, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist Krampf eben. Und ich habe immer gemeckert und vielleicht hat Razer ja ein Einsehen, weil der Tastaturpapst gesagt hat, das ist nicht gut. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben die mir versprochen. Also ich habe es jetzt auch, das ist die drei Synapse 3 Beta, die zur Vollversion wird. Und da soll es wirklich so sein. Ich bin gespannt, weil noch geht es nicht, noch konnte ich es nicht ausprobieren. Und man kann hier halt zum Beispiel, das ist ja das, man will ja auch mal andere Beleuchtung machen. Ich habe jetzt natürlich hier die Regenbogenwelle, nenne ich das klar, weil bei mir ist immer alles Regenbogen. Aber es soll ja Leute geben, die das nicht mögen, die überhaupt keine Beleuchtung mögen. Da kann man zum Beispiel hier, zapp, einfach schwupp, aus ist er. Leuchtet da gar nichts mehr, nervt nichts mehr. Man kann auch hier, gehen wir nochmal so,
angepasst ist auch interessant, weil da kann man nämlich sagen, so, da müssen wir hier in den Konfigurator, den Chroma-Konfigurator, so heißt der, weil das sind natürlich Effekte, die gehen auch auf Razer-Tastaturen. So, wenn ich jetzt aber nicht will, dass mein Mausrad leuchtet, meine Seitenteile leuchten, dann mache ich einfach halt nur Logo und wähle fürs Logo. Wir haben jetzt hier die Welle, da kann ich zum Beispiel die Geschwindigkeit noch anpassen. Gut, machen wir jetzt mal langsame Welle. Ich glaube, die Wellenrichtung geht auch noch, genau, von oben nach unten und von unten nach oben. Und machen das mal. Jetzt sollte eigentlich nur noch... Vielleicht musst du noch übernehmen oder so. Das gucke ich mal, aber eigentlich... ich setze mal zurück. Wir setzen das einfach mal zurück. Dann... Ja, aber das ist auf jeden Fall... So soll es auf jeden Fall sein. Jetzt wundert es mich. Dann machen wir es mal anders. Wir nehmen mal die beiden Streifen. Das sowieso, aber das macht nichts. Ah, da ist noch der Effekt. Jetzt kann ich den nämlich ausmachen. Effekt so, und dann kann ich, glaube ich, hier ausmachen. Statisch. Mal gucken, ob das geht. Aha. Das musst du noch anwenden. Anwenden und dann schauen wir mal, ob das geht. Ah, ja, da geht's doch. Das war das. Ja, Mann. Na, ich musste nur den Effekt wechseln. Ich hatte jetzt noch, da will ich jetzt mal linke, rechte Seitenstreifen. Kann ich da... Nee, da muss man, also man kann sie nicht getrennt, man muss es kombinieren. So, dann nehme ich dann statisch, dann nehme ich dann wieder meine Welle, könnte ich machen. Beim rechten Seitenstreifen nehmen wir mal reaktiv. Das heißt nämlich nur, die reagiert dann nur, wenn ich was berühre. Und das wenden wir mal an. So, das heißt, es sollte eigentlich, das ist reaktiv, ne? Ja, sehr geil. Jetzt sollte aber eigentlich der linke Seitenstreifen permanent, aber wahrscheinlich geht es nur ein Effekt für alles. Also man kann sie nicht separat, man kann nicht sagen, der linke Seitenstreifen hat den Effekt und der rechte Seitenstreifen hat den Effekt oder was auch immer. Man kann einen Effekt für alle. Und oder aber partiell, indem man Sachen ausschaltet. Was ist dein erstes Urteil darüber? Ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also die musste antreten gegen die Rocket Leader. Und es war ein knappes Rennen, die hat knapp verloren, aber wirklich nur knapp. Also sie ist auch sehr gut. Okay, cool. Ich habe mir schon überlegt, das wird, glaube ich, die nächste Maus an meinem Spielemini. Mehr dazu dann in der Marktübersicht im nächsten Heft, ne? Genau. Wunderbar. Dann mache ich mich wieder vom Acker. Tschö.